Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Es geht weiter und auch der gute Keeper Hugo Lloris, nicht der, sondern der gute Keeper Hugo Lloris, möchte gerne wechseln, weg von den Spurs. Und auch da werden wir mal anfragen, für eine Mille, warum nicht, ne? 43 Millionen wert, 89er Rating. Ja, läuft, würde ich sagen. Eine Million, sage ich mal. Er will ja weg und dann geht das auch sogar, denke ich mal. Schwachsinn. Bei Rooney hat es nicht funktioniert, bei Morrison dafür schon. Vielleicht ja jetzt wieder da guten Dinge sind. Drei, wir gehen weiter zum nächsten Spiel gegen Watford und sind sehr gespannt, was hier passiert. Übrigens, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Einmal lasst ein Like da, würde ich mich selber freuen. Unterstützt mich wirklich sehr und schreibt mir in die Kommentare. Ich habe gelesen, irgendwie Luschek, wie auch immer das ausgesprochen wird. Luschek, glaube ich, ne? Soll aus dem Packs genommen werden und da irgendwas soll man, ich sollte irgendwo nachgucken und so. Verlinkt mir das mal mit den Kommentaren, ich will wissen, was da los ist, oder schreibt mir, warum, ach, weiß ich was. Macht es einfach. Ja, Karl Dahlo, ach, was, geh weg. Sergio Asenio ist fertig und Polska möchte mich als Nationaltrainer haben, aber nein, danke. Wir gehen weiter und zwar, ja, zum Spiel gegen Watford, da bin ich wirklich gespannt drauf. Zwei Nachrichten noch, wahrscheinlich beides Absagen, einmal von Man United, oder haben wir da schon eine? Nee. Oh, okay, gut, Real Madrid, ja. Ist vielleicht ein bisschen besserer Verein. Phil Jones beobachte ich mal. Brad Guzan. Beobachte ich einfach auch mal. Kann ja nicht schaden. Gut. Dann können wir jetzt weitermachen. Und zwar mit dem Spiel. Wie sieht's aus? Ja, doch. Sind alle relativ fit. De Jong spielt mal für Kabay. Ja. Ibra bleibt natürlich vorne drin. Nastasic. Ich könnte ja Nastasic packe ich mal rein für Sané. Bin einfach Stindl vielleicht mal. Ja, Stindl für Sippel. Ben Arfa, nee. Aber wir können Reinholz, Alto Belli und Ben Arfa einwechseln. Aber Niang. Ich entscheide einfach zwischen den beiden. Reinholz will ja wieder einwechseln, weil der soll ja Spielpraxis sammeln und das kann er am besten, wenn er eingewechselt wird. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel. Bis gleich und viel Spaß. Spieltag 3 in der Barclays Premier League und der erste Aufsteiger für Newcastle United als Gegner Watford empfing die Magpies und der ehemalige Champions League Finalist wollte natürlich heute hier einiges raushauen gegen den Aufsteiger, denn natürlich Watford zwar aufgestiegen, allerdings bisher mit Startschwierigkeiten in der Premier League, denn natürlich war die zweite englische Liga nicht ganz so stark wie die erste Liga, das musste man direkt zu Saisonbeginn schon feststellen und bei Newcastle vor allem natürlich deutlich bessere Spieler beheimatet als bei Watford. Unter anderem natürlich Zlatan Ibrahimovic heute in der Startelf mal wieder neben Wissam Ben Yedder. Auf der anderen Seite das Personal zwar an sich nicht schlecht, allerdings nicht würdig einer Mannschaft wie die, die bei Newcastle auf dem Platz stand. Wir schauen uns zunächst einmal die Startaufstellung an von Watford und da haben wir im Tor Eurelo Gomez, der ehemals für Hoffenheim gespielt hat, Paredes, Bekal im Extrand und Pudil, McGugan und Irine auf der Doppel-6, Badoccio, Abdi, Anya und Dini im Sturm. Anya bekannt für sein Tor gegen Deutschland bei der EM-Qualifikation 2016. Das Tor hat er 2014 erzielt. Seitdem nichts Großartiges mehr bei ihm passiert. Deswegen spielt er immer noch bei Watford. Begovic, Janmaat, Nastasic, Laporte, Kurzawa, Geis, Stindl, De Jong, Morrison, Ibrahimovic und Ben Yedder in der Startelf bei den Magpies. Nastasic überraschend für Sané in die erste Mannschaft gerutscht. Sollte seine Chance ja bekommen, mal wieder zu zeigen, was der junge Serbe drauf hat. Und wir springen einfach mal in die erste Szene der Partie. In einer sehr langweiligen ersten Halbzeit gab es direkt am Anfang eine sehr, sehr große Chance für Newcastle. Morrison geht über außen und spielt den Ball in die Mitte. Ibrahimovic ist da und der Ball war geklärt. Aber dann rutschen sie in ihn rein und der Schiedsrichter gibt vollkommen zurecht in den Elfmeter. Eurelo Gomez ist außer sich. Das kann man in gewisser Weise nachvollziehen, denn er kann ja nicht sehen, dass sein Verteidiger da angerutscht kommt. Im Endeffekt holen sie aber den Schweden von den Beinen und dementsprechend ist der Elfmeter irgendwie gerechtfertigt, denn der Ball war halt nicht komplett in der Kontrolle von Gomez und dementsprechend gibt es jetzt hier die Chance für Ibrahimovic sein Saisontor. Ja, Nummer 2 zu erzielen und dementsprechend in der Torschützenliste weiter nach oben zu rutschen und nur noch ein Tor entfernt zu sein von Topstar Wissam Ben Yedder. Er will die Chance nutzen, natürlich lässt sich aber lange Zeit. Eurelo Gomez, der weiß ja, wo die Spieler von Newcastle hinschießen, nur macht Ibrahimovic das auch. Das ist die Frage. Letzter hat er links geschossen, diesen auch, aber eher wie die Männer von Newcastle hinschießen und dementsprechend geht er bei trotzdem rein. 1:0 nach knapp 9 gespielten Minuten für die Magpies. Der Brasilianer im Tor von Watford geschlagen, allerdings versuchten die zurückzukommen.
nach 33 Minuten. Die gefährlichste Szene der ersten Halbzeit nach dem Treffer von Ibrahimovic war dieser Kopfball. Das sagt einiges über das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt aus. Kein Problem natürlich für Begovic. Und es war die letzte Szene vor der Halbzeit. Diesen Einwurf gab es noch und dann war es vorbei. Was für eine bittere erste Halbzeit aus Sicht beider Teams. Natürlich führte Newcastle, die mussten nicht so viel investieren. Aber trotzdem muss man gegen einen Aufsteiger mehr Chancen rausspielen. Und es gab de facto einfach keine nennenswerten. Die Fans absolut nicht zufrieden, aber immerhin führte man. Ja, das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Im zweiten Durchgang musste trotzdem einiges besser werden. Und das wussten natürlich auch die Männer von Watford. Und wir schauen mal rein, ob in der zweiten Halbzeit sich denn irgendwas tat oder ob es genauso schlecht blieb wie vorher. Ich kann schon mal vorwegnehmen, nein, es blieb nicht so schlecht, es wurde besser. Pass von Ibrahimovic, klasse gemacht auf Ben Yedda. Der bleibt stehen, lässt bei Kalem vorbeilaufen. Der Schuss und da ist Gomez, hält den Ball wunderbar. Morris nochmal mit der Flanke, aber Ibrahimovic kommt nicht an den Kopfball ran. Dementsprechend diese Szene geklärt. Aber es war die Einläutung einer, naja, Chancenstaffette jetzt von Newcastle. Ibrahimovic mit dem Schuss, Aurelio Gomez ist da, wehrt den Ball zur Ecke ab. Und vor dieser Ecke, ja, gab es dann einen Wechsel bei Watford. Der wird hier aber gar nicht großartig gezeigt oder erwähnt, denn viel wichtiger ist diese Ecke von Morrison. Murray kam für Bartocchio und Laporte kam im 16er zum Kopfball. Allerdings setzt er den übers Tor. Immer noch nicht getroffen für die Magpies. Bitter für den Franzosen. Und weil sie vorne nicht trafen, kamen zwei neue Spieler. Mbaye Niang und Jan Reinholz. Die sollten sich als nächstes eintragen in die Torschützenliste. Bisher Reinholz noch nicht erfolgreich für Newcastle United. Hatte gute Ansätze gezeigt. Bisher aber noch nicht getroffen. Vielleicht ja in dieser Partie. Denn Watford musste jetzt ein bisschen aufmachen und kommen, um hier noch Unentschieden zu erzielen im eigenen Stadion. Und deswegen, naja, versuchten sie einiges. Direkt nach dem Wechsel die größte Chance der Partie. Für Watford der Schuss von McGugin, aber kein richtiges Problem für Begovic. Und danach ging es wieder in die andere Richtung, dachte man sich. Dabei kommt zu Anja. Anja vor dem Tor von Begovic. Überhastet abgeschlossen, es bleibt beim 1:0. Und naja, jetzt kam Jan Reinholz. Hier kriegt er den Ball zugespielt von Wissam Manjeda, der sich in Klasse gegen Ekstrand erobert hatte. Und er wird ein bisschen weit abgedrängt, muss man ganz ehrlich sagen, durch den Pass. Lässt sich weiter drehen. Der Winkel wird immer spitzer und der Pass war eigentlich keine schlechte Idee, nur leider blöd ausgeführt. Dementsprechend bleibt es beim 1:0. Es gab weitere Chancen. Wieder Reinholz mit dem Klassepass auf Benjeda. Diesmal legt er richtig gut vor, aber Benjeda scheitert am gut reagierenden Gomez. Und naja, es war nicht die letzte Szene, denn Watford versuchte es nochmal. Die Flanke auf Mist, der steht nicht im Abseits, dachte er. Köpft den Ball aber übers Tor und im Endeffekt war es doch Abseits. Eine Chance gab es dann auch noch für Newcastle, das 2:0 zu erzielen, aber es war nicht der Tag von Benjeda. Hier verspringt ihm der Ball, war aber nicht mehr so schlimm, denn es blieb beim 1:0. Enges Ergebnis für Newcastle, aber trotzdem ein Sieg. Der dritte im dritten Spiel. 9 Punkte aus den ersten 3 Spielen. Das hatte es lange nicht mehr gegeben. Begovic war ein wichtiger Teil dieses Siegs. Die Fans freuten sich natürlich, die mitgereisten Toons. Und Watford, naja, die stehen im Tabellenkeller. Und ob sie da rauskommen, das ist nach so einer Leistung fraglich. Ja, das war offensiv jetzt die allergrößte Meisterleistung. Aber es war ja ein Sieg im Endeffekt. Von daher nicht so schlimm. Ibra mit seinem zweiten Saisontor war es, glaube ich. Jetzt im dritten Spiel müsste es gewesen sein. Angebot für Lennart Adjetey-Sippel. Aber das lehnen wir natürlich auch wieder ab hier. Für 47 Millionen könnt ihr ihn haben. Auch wenn selbst das wahrscheinlich noch zu wenig ist für das Talent, was er hat. Meine Rolle im Verein. Ja, Oxlade-Chamberlain, du sollst ja auch wechseln. Ich will dich ja loswerden, aber die anderen nicht. Jelavic ist Top-Torjäger, das finde ich nicht so schön. Aber wo seht Kabeja 2 Tore? Ibrahimovic hat 2 Tore und Benjeda 3 Tore. Also Benjeda wieder vorne mit dabei. Allerdings haben wir natürlich auch noch einen zweiten Stürmer. Deswegen kann der jetzt nicht alle alleine schießen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Angebote für Aymeric Laporte. 55 Millionen kann ich verlangen. 70, komm. Wenn sie mir 70 geben, dann leih ich mich tot. Das wäre nicht schön. Ah, Hannover. Ja, nein. Benjeda bleibt bei mir. 45 Millionen kann mir Hannover nämlich sowieso nicht geben. Ich sollte das Angebot für Laporte nochmal überarbeiten, weil ich glaube nicht, dass mir 70 Millionen, dass 70 Millionen Bayern zu viel sind. Für einen der talentiertesten Innenverteidiger, die es gibt. Im ganzen Spiel. Gegenangebot abgesendet. Nein! Na gut. Warten wir halt ab. Was der letzte Tag ergeben wird, das ist nämlich jetzt die große Geschichte. Nach einem wirklich sehr, sehr langweiligen Spiel. Da haben wir nicht so viele Highlights gehabt. Oh Gott sei Dank. Hä? Gerade eben haben sie nicht noch mehr geboten? Nee, Quatsch, haben sie gar nicht. Dann lehne ich es einfach ab. So, Atletico Madrid, nein. Hannover 96, nein. Sehr, sehr schön. Carlos Blanco haben wir fertig gescoutet von Bayern. Alter Schwede. Ja, okay, ist auch schon 20, ne? Aber trotzdem an sich keine schlechten Werte. Aktuell ist aus Deutschland nochmal ein Spieler dazugekommen und zwar Kevin Volland, läuft in 11 Monaten aus, relativ interessant, dementsprechend genauso wie Choupo-Moting, der ja, naja, momentan in der Realität ganz gut drauf ist. So, Mann, aber ich speichere vorsichtig mal, denn ich bin mir mal ganz unsicher beim letzten Tag der Transferphase, denn da passieren teilweise Abstürze und dann ist alles weg und das will ich nicht, will ich das Spiel gerade nochmal spielen und deswegen
geht's los in den Transfer-Deadline-Day. Ich bin ja immer noch wirklich am Hoffen, dass es ein Angebot für Oxlade-Chamberlain gibt, weil sonst muss ich den durchfüttern. Und da habe ich ganz, ganz wenig Lust drauf. Wirklich ganz, ganz wenig. Für wen ist es? Für Johannes Geis. Mann. Ich will Geis nicht verkaufen und Ben Yedder erst recht nicht. Ben Yedder mache ich jetzt als unverkäuflich. So. Ich will Oxlade-Chamberlain verkaufen. Ist das denn so schwierig? Warum will keiner Oxlade-Chamberlain haben? Ich gebe den euch auch für 10 Millionen oder... Von mir ist auch 5, ganz ehrlich. Hauptsache, ich bin den los. Aber ich glaube, dass... Obwohl, da haben wir ein Angebot. Da haben wir ein Angebot. Oxlade-Chamberlain, bitte. Adam Armstrong. Oh Mann, Alter. Von mir aus. Nehmen wir an. Wir haben hier einen Spieler los. Aber wir sind immer noch... Wir hocken immer noch auf unserem Oxlade-Chamberlain. Spieler verkauft, das wissen wir. Das ist schön. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Wir sind bei 3 Stunden angelangt. Das heißt, das Angebot für Oxlade-Chamberlain wird nicht mehr reinflattern. Das ist ganz schön traurig. Das ist echt ganz schön traurig. Aber gut, dann müssen wir schauen, was wir jetzt tun. Ach Mensch, warum will den denn keiner haben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Kann ich irgendwie jetzt... So, jetzt müsste sowas kommen wie eine Notleihe. Wisst ihr, sowas, was es in Realität gibt in der Premier League? Ach, guck mal, lustig. Eigentlich nicht so lustig. Guck mal, jetzt hat sich... Genau das meine ich nicht. Jetzt hat sich nämlich aufgehangen. Oh nein. Okay, ich kann immer den Speichern beenden. Das ist ganz gut. Dann starten wir das Ganze mal neu. Seht ihr mal, wie das hier aussieht. Ne? So. Ja, komm. Nächstes Spiel ist gegen Everton, sehe ich gerade. Das könnte ja sehr interessant werden. Allerdings haben wir bisher drei Spiele und 3 Siege eingefahren. Von daher passt der Spieler des Monats ist Jelavic. Das ist auch verständlich nach 4 Toren in den ersten 3 Spielen. Bayern fand mit Aymeric Laporte, haben ihn aber nicht bekommen. Vollkommen zu Recht. Scout ist zurückgekehrt. Wir haben einen neuen Spieler. Und da bin ich sehr gespannt, wie der heißt und wer das ist. Ist es Abdoulaye Clement? Ne, den hatten wir schon vorher. Zitte kann es auch nicht sein. Er wird es auch nicht sein. Er wird sein. Au, oh, scheiße, das sieht richtig geil aus. 294 ist in Ordnung. Oh, der sieht auch so stark aus als Rechtsverteidiger. Und er als zentraler Mittelfeldspieler. Oder ist es er? Nee, Quatsch. Aber wir brauchen ein höheres Rating bei denen. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Schauen wir unsere Scouts an, wie das gerade da aussieht bei denen. Ob wir auch welche weggeschickt haben. Natürlich nicht, das wusste ich fast schon. So, wir schicken den Engländer mal für 6 Monate nach England und gucken auf, was gucken wir denn? Auf Spielmacher. Wir gehen aber auf Spielmacher, genau. Und den setzen wir einfach auf, Frankreich wieder mal und machen mal technisch begabt. So, kann man noch einen anheuern? Pff, Lappen-Scouts nur da, okay, also nicht. So, Marinatos und Jenkins bauen Scouting-Netzwerke auf. Wunderbar, dann gehen wir weiter zum Spiel gegen den FC Everton. Wir haben noch Aktuelles aus Spanien, was wir uns angucken können. Und ein Abschlussbericht zu Brad Guzan, der eine 78 hat, also nichts zu überragendes. Hätte auch geglitscht sein können. Hier haben wir Mandanda. Nicht interessant. So, Alter, wie lange dauert das denn noch bis zum nächsten Spiel? Benito Mahau, 18 Jahre, 1,82 groß. Aha, Linksfuß aus Belgien. Ja, das ist ja nicht besonders überraschend bei Wolfsburg. So, Gehalt von Nyang, da können wir gleich gerne drüber sprechen. 2 Spieler aus England. Dembélé, sehr interessant. Dawson, absolut nicht interessant. Aber wir haben jetzt sowieso erstmal ein größeres Problem, und zwar Nyangs Gehalt. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir ihn denn? Alter, wo ist der denn da? Verträge laufen irgendwann bald aus. 70.000 will er haben, ist okay, wenn er 2 Jahre bleiben will, weil er ein wichtiger Stammspieler sein will, dann ist das vollkommen in Ordnung. So, 2 Tage noch, am 10. und dann am 13. das Spiel gegen Braga. Deutschland abgegrast. Belgien, oh, sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt. Sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt. Ich werde natürlich wieder alles simulieren, aber Belgien ist geil. Belgien ist wirklich geil. Maxims Abschlussbericht, Jumbo Motings Abschlussbericht. Laporte ist auf 85 hochgestiegen. Ja, Laporte. Reinhardt ist auf 65 hochgestiegen. Ist auch sehr schön. Der Forster Skills, hätte ich mal früher gewusst. Sippel ist auf 77 gestiegen. Auch sehr nice. Also, oh, Ben Arfa auf 83. Aldo Belli auf 74. Ja, das läuft doch. Oxlade-Chamberlain. Der bereitet mir echt Sorgen. Das finde ich nicht gut. Das ist alles andere als schön, dass der hier so... Und vor allem, ich will den... Ach, der steht halt genau da, wo er hingehört, ne? Wir packen Cabella. Ah ne, Cabella nehmen wir mal raus. Dafür packen wir mal Oxlade in den Kader zumindest schon mal. Und ja, ansonsten lassen wir das so. Laporte, das wird interessant, wie der sich noch weiterentwickelt, wenn er jetzt schon 85 hat. Natürlich extrem, extrem nice. Schauen wir mal, ob Ben Yedder jetzt irgendwie noch steigen will. Seine Werte jetzt zumindest. Oh, das sieht schon echt stark aus. Sippel,
Die Defensivwerte, ne? Kann ja Innenverteidiger stellen. Ja, Benjeda steigt wieder bei seinen gewohnten Attributen, ne? Naja, von mir aus. Gut, wir gehen ins Spiel. Ich wünsche viel Spaß. Warum bin ich jetzt schon in den Screen? Egal, bis gleich. 3 Siege aus den ersten 3 Spielen, ein bombastischer Saisonstart für Newcastle United und heute sollte vieles nochmal besser werden gegen Everton. Der FC war zu Gast im St. James's Park und die Toffees wollten hier natürlich Punkte mitnehmen, denn sie hatten einen sehr, sehr starken Stürmer, der natürlich auch für die Torschützenkanone in dieser Saison in Frage kam mit Romelu Lukaku und der wollte hier heute ja den guten Asmir Begovic ein paar Buden reindrücken. Ob das geklappt hat, wir werden das Ganze gleich mal sehen. Die beiden Mannschaften kamen aus Feld und da sehen wir schon mal zwei der Top-Stürmer momentan in der Liga und eben Romelu Lukaku, natürlich Wissam Ben Yedder und Ibrahimovic, beide bei Newcastle United, bei den Magpies im Sturm, aber auch die Startaufstellung von Everton musste sich definitiv nicht verstecken vor der von Newcastle United hier im Nordosten Londons. Wir gucken uns zunächst einmal die der Magpies an: Begovic, Janmaat, Sané, Laporte, Kurzawa, Geis und Sippel auf der Doppel-6, De Jong und Morrison vorne mit Ibrahimovic und Ben Yedder. Ja, richtig, Kabeja nicht mit von der Partie, er war gar nicht erst im Kader, dafür war der lang ausgemusterte Alex Oxlade-Chamberlain nach seinem nicht zustande gekommenen Transfer erstmal wieder in den Kader gerückt, aufgrund von Fitnessgründen bei Wissam Ben Yedder nicht, sondern bei Remy Cabella Robles. Dann haben wir Coleman, Stones, Horto, Baines, Bezic, McCarthy, Miralas, Johnson, Barkley und Lukaku bei Everton. Also ein richtig, richtig starkes Team an sich. Joel im Tor hatte ja schon im letzten Spiel gegen die Magpies ordentlich für Furore gesorgt mit starken Paraden. Heute sollte das auf der anderen Seite natürlich auch Begovic tun. Miralas, ein weiterer guter Offensivakteur bei den Toffees. Die hatten also nicht nur Lukaku, sondern auch sonstiges Potenzial und das wollten sie in den ersten Minuten gleich mal beweisen, zum Leidwesen natürlich unter anderem von Wissam Ben Yedder, denn der hat in den ersten Minuten überhaupt nichts zu tun, anders als die Abwehr von den Magpies. Miralas kriegt hier auf außen den Ball, setzt sich durch gegen Kurzawa, da versucht dann auch Sippel hinzukommen gegen Barkley, die Flanke kommt aber relativ schlecht, trotzdem kriegt Johnson den Ball und der kann den Ball nochmal reinbringen und da ist Lukaku, gewinnt das Kopfballduell, der Pfosten rettet in der 7. Spielminute für Asmir Begovic und das war die Einläutung quasi einer Angriffsreihe von Everton. Absolut keine Chance bisher in der Partie für Newcastle, Lukaku mit der nächsten Chance. Begovic wird dann noch umgeruppt von Kurzawa. Ist natürlich nicht so schlimm, aber trotz mehr Ballbesitz kam ja Newcastle zu keiner einzigen Chance. Anders als Everton hier, der Kopfball nach 20 Minuten von Miralas und, naja, bezeichnend für das Offensivspiel dieser Fehlpass hier von Revel Morrison. Der war absolut nicht in der Partie. Da mal hier Ballgewinn von De Jong. Ibrahimovic kann den Ball erst spät kontrollieren, spielt ihn wieder raus auf De Jong und auch der andere Zehner hier mit dieser miserablen Flanke. Also weder der Tag von Morrison noch der von De Jong. Und naja, Trainer MGT musste reagieren. Zunächst mal dieser Schuss hier von ja, dem guten Mr. Ross Barkley. Relativ jung noch der gute Mann. Allerdings schon richtig engagiert heute. Revel Morrison war wenig engagiert. Wurde bereits nach 40 Minuten ausgewechselt. Deutliches Zeichen für den Engländer. Und für ihn kam eben angesprochener Alex Oxlade-Chamberlain in die Partie. Doch davon ließ sich Everton absolut nicht beeindrucken. Wir gehen in die nächste Szene. Und die ist wieder ja, für Everton, denn es ist der Halbzeitpfiff. Wir gucken mal auf die Statistiken. Aha, deutliches Chancenplus natürlich für Everton. Wir haben noch keine einzige offensive gute Aktion gesehen von Newcastle. Die beste Aktion, diese verunglückte Flanke von De Jong. Da musste vieles, vieles besser werden. Und das wurde es im zweiten Durchgang. Hier schienen die richtigen Worte gefunden zu haben. Hier kommt Ibrahimovic, macht das klasse gegen die Verteidigung. Und Robles ist da, hält den Ball klasse gegen den Schweden Joel mit der guten Parade. Und die war wichtig, denn dieser Ball wäre wohl reingegangen. Allerdings hatte auch Everton auf der anderen Seite natürlich wieder Chancen nach 52 Minuten. Lukaku mit dem schwachen Rechten. Aber Begovic ist da und kann den Ball aus dem Winkel fischen. Es bleibt beim 0:0. Aber jetzt wurde Everton ein bisschen nachlässiger defensiv. Dementsprechend mehr Chancen für Newcastle. Ibrahimovic, der Schwede. Es war nicht der Tag der Offensive der Magpies. Jedoch sollte vieles besser werden, denn die beiden Siebener kamen rein. Bei Everton kam Aidan McGeady in die Partie. Auf der anderen Seite kam Hatem Ben Arfa und zwar für De Jong. Auch der andere Zehner ausgewechselt. Auch er war nicht in der Partie. Zwei schnelle Flügelspieler jetzt auf den Außen. Vielleicht konnten die für ein bisschen mehr Furore sorgen. Und Ben Arfa, der fand sich gleich richtig gut ein in die Partie. Wir werden gleich seine erste Szene bestaunen dürfen, denn sie ergab sich aus diesem vorhergegangenen Einwurf. Der Ball kommt auf Ben Arfa und der schlägt einmal die erste gefährliche Flanke. Und wenn Ben da später hochgesprungen wäre, wäre das vielleicht richtig gefährlich geworden. Aber jetzt gab es mehrere gefährliche Aktionen der Magpies, denn Herr Everton stellt sich hinten rein und Ben Yedder versucht hier mal durch diesen Abwehrriegel durchzubrechen. Schafft das auch im 16, aber der Schuss geht am Tor von Joel vorbei. Es gab einfach keinen großen Zugriff auf das Tor der Toffees und dementsprechend dauerte es immer weiter an bis zur
zur nächsten Chance der Magpies. Ben Yedder jetzt auf Ibrahimovic mit links und wieder ist Joel da. Ja, er hielt hier das Unentschieden fest für Everton, die die Bälle nur noch rauskloppten. Allerdings hier auf Janmar, der auf Ben Arfa und der kann sich durchsetzen. Gegen Mirallas schöner Trick, spielt den Ball auf Geist, der nochmal auf Ben Yedder und der versucht außen rum zu gehen. Hat ja auch einen guten linken Versuch zu schießen, wird abgeblockt und es gibt nochmal einen Eckball. Davor gibt es noch einen Wechsel und zwar kommt Jan Reinholz in die Partie anstelle von Ibrahimovic und Steven Naismith für Lukaku. Vielleicht nochmal ein letzter, ja, offensiver Akzent beider Mannschaften. Wir gucken auf den Eckball. 5 Minuten Nachspielzeit und Geis will den in die Mitte bringen. Alle Spieler der Toffees, abgesehen von Naismith, im eigenen 16er. Die Flanke kommt und da ist Sané. 1:0, 90. Spielminute. Der Führungstreffer und der Siegtreffer für die Magpies. Der Senegalese mit seinem ersten Tor für die Männer aus dem Nordosten Englands. Und was für ein schöner Kopfball. Niemand steht da wirklich bei Sané. Der gewinnt das Kopfballduell. Und was Joel da macht, ja, das ist wirklich sehr, sehr fraglich. Den muss er eigentlich halten, kriegt ihn nicht und dementsprechend das erste Tor für Sané nach seinem Wechsel von Hannover 96 zu Newcastle United. Und er bringt den Sieg im 4. Saisonspiel. Der 4. Sieg in Folge für die Magpies. Was für ein Saisonstart, als niemand mehr an den Sieg glaubte. Da war Sané dann plötzlich da und es war klar, dass es ein Abwehrspieler machen musste. Die Stürmer hatten es nicht geschafft, aber der Verteidiger. Dementsprechend 4 Spiele für Siege für Newcastle. Was für ein Saisonauftakt der Magpies. So kann es weitergehen. Demnächst aber erstmal nicht in der Liga, sondern in der Champions League. Ja, Mann, Sané hat genau das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe. Er ist ein Fels hinten drin gewesen und machte dann 90. Minute den Kopfball rein zum 1:0. Sehr, sehr glücklicher Sieg, muss man ganz ehrlich sagen, denn sowohl Everton als auch wir hatten unsere Chancen, vor allem Everton in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit haben sie sich nur hinten reingestellt. Aber gut, so ist es dann halt nun mal und wir haben im Endeffekt ja gewonnen, von daher können wir darüber sehr, sehr glücklich sein. Wir loben unsere Mannschaft vor dem Spiel gegen Braga und das gibt's dann in der nächsten Episode zu sehen. Wenn euch diese gefallen hat, lasst wie gesagt einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.